nicht nur als Musiker, sondern als Mensch, ich möchte wirklich sagen, als Freund kennengelernt. Er hatte die große Ehre, in Baden in diesem Jahr sein großartiges Morales Festival zu moderieren, dort seine ganze Familie kennenzulernen, und das war eine der schönsten Zeit in diesem Jahr, und auch dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich freue mich, dass ich Sie heute wiedersehe, auch auf Bühne erleben kann, nämlich seine liebe Frau Christine, die wir später auch noch hören werden, und natürlich den Mann, der jetzt kommt. Für euch, Hans-Joachim Roedelius. Viel Spaß. Das Ding, ja. Puh, immer wieder Herzklopfen bei jedem Konzert. Und das jetzt schon seit 45 Jahren. Ich danke allen, die vor mir hier waren und gespielt haben, die dieses reiche Programm bestritten haben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich den Chill-Out bestreite. Ich darf leise sein. Zuerst ein Text von mir. Wie aber endet. Ich stehe auf zwei künstlerischen Beinen, auf dem Schreiben und dem Musikmachen. Aber eigentlich bin ich Heilgymnast. Adam. Wie wird von ihm sein eigenes Dasein angenommen? Hing dort nicht gerade noch der Apfel an dem Baume? Das Stück davon ist ihm, soweit er gut, bekommen. Seitdem steht aber auch im Raume die allerwichtigste der Fragen, warum manch Bäume Früchte tragen von einer solch perfiden Qualität. Was weiß der Wind, wohin er weht? Unwissend war er. Sollte er etwas wissen, so sicherlich von diesem Apfel hat er abgebissen. Hat er es nicht einfach machen müssen? Es war ihm nicht bekannt, was später in den Büchern stand. Denn damals unter jenem Baum, die Frucht in seiner Hand, was wusste er denn schon? Er war doch schließlich nackt und leer im Kopf. Naiv bis hin zu jenem Wissen, ganz ohne Schuld. Was ihn seitdem im Innern auf- und entstört, nennt sich selbst Gewissen. Vom Plumpsklosett bis hin zur Zauberei, dem Adam ist es einerlei, kriegt ihr nur raus, was wirklich ist, was er in seinen Sternen liest. Wie ginge es ihm ohne Schwierigkeiten? Ist's klug, zu fliegen oder auszureiten? Aus Evas Schoß hineingepresst ins volle Leben, hätte es nicht diese Frucht gegeben, wäre Wirklichkeit dann anders als sie ist? Ein jeder friedlich, alles walle walle, auch nicht das kleinste bisschen Ungeduld? Natürlich sind ihm seitdem alle, auch merkwürdigste Fantasien und Ideen, natürlich ist es ihm, was je geschehen, natürlich die ihm festgesetzte Frist. Es fahren Datenmassen Karussell auf seiner Platte. Er legt sie ziemlich hoch, die Latte. Geschieht durch ihn allein, was ihn erneuert? Ob mit Sophie ins Nest, ins Bett mit Zirze, gelenkt durch Rauch aus orientaler Würze, er ist von einer unerkannten Kraft gesteuert. Und fiel ihm etwas Besseres ein, als sich dem Ich zu überlassen? Könnte er dann leichter jenes Unfassbare fassen, das ihn erschuf und in ihm wirkt und ihn verwirrt, sodass er immer wieder den Verstand verliert? Die Ewigkeit verkürzt auf eigene Lebenszeit, Idolen, Moden und Modellen untertan,
So fängt sein Leben immer von vorne an. Zu all und jedem stets mit voller Kraft bereit, geübt an jedem Denkverschnitt, trägt ihn das, was er Schicksal nennt, auf seiner Reise mit. Mit ausgetauschtem Herzen über Knien aus Titan, die Leber fremd im Hirn denselben Wahn, der seinen Geist, in dem er denkt, beengt. Verzweifelt, wirklichkeitsbesessen, den Blick fixiert auf jeder Weisheit letzten Schluss. Ja, woran soll er sich dann messen, da er doch bei sich selber bleiben muss? Dem Apfelbiss verdankt er Absolutes. Nichts dran ist Schlechtes, nichts dran Gutes. Alles dran Gutes, alles schlecht. Der Biss regiert, geschieht's ihm recht? Ist er nicht längst dabei, die Sache zu verdauen? Nicht mehr nach unten, sondern hoch zu schauen? Innezuhalten, um sich aufzurichten, auf das, was nichts mit ihm zu tun hat, zu verzichten? Ein leichtes Spiel, was ihm bisher unmöglich schien. Da geht die Reise wirklich hin, seit jenem Biss im Paradies.
Thank you.
möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, dass ich auch zu diesem Event eingeladen wurde und vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Es freut mich auch besonders, dass so viele Freunde im Publikum sind, die oft einen weiten Weg hierher gekommen sind, um diesen Event mit uns zu feiern. Vielleicht wissen auch einige Leute, dass wir vor circa 43 Jahren hier in dieser Gegend gelebt haben, im Weserbergland an der Weser. Der Erfinder dieses Platzes, Jerry Kilian, hat leider das Zeitliche gesegnet. Und wir waren ihm und seiner Frau immer sehr verbunden und wir haben ihm vielmals gedankt, dass wir diese wunderbare Zeit, diese interessante Zeit, diese innovative Zeit an diesem idyllischen Platz erleben durften. Es ist nicht nur so, dass meine Tochter, unsere Tochter Rosa, dort das Licht der Welt erblickt hat. Es sind viele, viele wunderbare Dinge dort passiert. Ich weiß noch, kann mich erinnern, dass ich manchmal nächtens mit meiner Tochter, wo ich mich dann ins Studio eingeschlichen habe und dabei sein durfte, wie nächtens wunderbare Musikstücke entstanden sind im Studio. Und es gab auch eine Zeit, wo wir dann viele Freunde zu Besuch hatten und viele wunderbare Gespräche stattgefunden hatten und ein wunderbarer Austausch gelaufen ist. Einmal kam auch Brian Eno, den ja viele kennen werden, zu uns und es ist in dieser Zeit sehr viel an wunderbarer Musik entstanden. Unter anderem auch das Lied By This River. Es kommt in diesem Lied vor, always failing to remember why we came. Damit bin ich nicht mehr ganz einverstanden, denn ich denke, wir haben so ein Ziffer. Thank you.
Nur so wirst du einst eins mit dem, was ist. Du schaust mit deinen Augen in Natur. Du drehst die Zeiger deiner Uhr. Tschüss! Und Hans-Joachim Roedelius. Flankiert von Ulrich Schlaus. Herzlichen Dank, ein unvergessenes Erlebnis. Hans-Joachim Roedelius, über die Melancholie, die Tiefe und die Liebenswürdigkeit und Wertigkeit des Lebens und die Möglichkeit,
ein klein wenig aus dem selbstgesteckten Gefängnis mal auszubrechen. Ich glaube, das sind solche Konzerte und Erfahrungen, warum wir zu Recht aus den vorherigen Etablissements in diese Stadttheater gegangen sind, weil diese Form der Interpretation der Musik wäre uns in den anderen Lokalitäten nicht möglich gewesen. Und es ist tatsächlich so, als wir im letzten Jahr, im Januar hier das erste Mal waren und uns das angeguckt haben, da haben wir beide tatsächlich gesagt, das ist eine Lokalität, da können wir auch Hans-Joachim Roedelius reinmachen. Und siehe da, es hat funktioniert. Und das war für mich eine wunderbare, für uns eine wunderbare Erfahrung, sowas mal zu erleben, von jemandem, der wie kaum jemand anders aktuell dieser Musik wirklich viel und alles gegeben hat und immer noch auf der Reise unterwegs ist und jung geblieben ist. Und jung geblieben ist. Musik hält jung und frisch. Und ist niemals vorbei. Möchtest du jetzt noch etwas vortragen? Möchtest du noch was verschenken? Ach so. Ich dachte, du wolltest mich jetzt noch mit einem Gedicht unterstützen. Was das entweder, was dem, was ich jetzt gesagt habe, widerspricht, oder? Für die, die vielleicht ein paar Gedichte von mir haben wollen, ich verschenke die jetzt. Oh. Sorry for all that, for all our friends from Italy, from Great Britain or Netherlands who don't understand German. It's a pity, really. About the philosophy of life. Danke euch. Also, komm in unser Mitte. Ja, an euch alle lieben Dank für dieses Mal doch sehr abwechslungsreiche und in dieser Form vielleicht sogar einmalige Festival. Es hat uns eine Riesenfreude gemacht. Es war uns wie immer mit euch eine Ehre, das zu teilen. Kommt gut nach Hause. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Tschüss und gute Nacht.